Wenn wir mit dem Beplanken des Rumpfes beginnen, so müssen wir als erstes die Glattblechfläche am Rumpf, die ich hier abzeichne, im Bereich der Luken herstellen. Das bedeutet, wir müssen 1,5 mm dickes Balsaholz am Rumpf aufleimen, um die Basis für die Lukenbefestigung zu bekommen. So wie wir jetzt hier sehen. Ja. Und wenn wir in die D2317 reingucken, so sehen wir, dass im Bereich der Luken eine Glattblechbeplankung verarbeitet wurde. Und nur unterhalb der Luken bis zur Oberseite des Tragflügels in Weltduralalu ausgeführt worden ist. Und das müssen wir jetzt bei unserem Modell auch beachten, damit wir so originalgetreu wie möglich diese Beplankung herstellen können. Des Weiteren fangen wir zweckmäßigerweise, während das Balsaholz am Rumpf trocknet, können wir schon hier hinten anfangen, mit diesen doch recht aufwendigen Bauteil, wenn man die gesamte Abwicklung dieses Teils betrachtet. Ja, und so können wir etwas Zeit gewinnen und der Bau wird schneller fortschreiten. Wenn wir jetzt mal sehen, wie aufwendig es ist, diese Teile herzustellen und dann an unserer Holzspantenkonstruktion zu verkleben.